willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal ein Sandwich. Und zwar ist das ein vietnamesisches Sandwich, das aber auch noch einen ganz interessanten Beiklang hat. Denn Vietnam war ja auch zeitweise, hatte eine Verbindung mit den Franzosen, daher ist dieses Sandwich jetzt auch mit Baguette, also der Name, habt ihr vielleicht schon im Titel gesehen, ist Banh Mi und ist im Grunde ja die vietnamesische Version von Sandwich. Da gibt es auch mehr als eine Version davon. Allerdings, das Brot, logischerweise, darum habe ich das mit den Franzosen erwähnt, ist ein Baguette, wobei... Ich habe jetzt auch Baguette gekauft, ich hatte jetzt keine Lust zu backen. Die Vietnamesen haben da eine eigene Variante erzeugt. Und zwar haben sie neben Weizenmehl auch noch Reismehl dann für ihre Baguettes verwendet, was wohl den Effekt haben soll, dass das Ganze eine dünnere Kruste hat. Also es ist auch knusprig, aber es ist halt nicht so, hat nicht so eine dicke Kruste. Naja, und dann kann man halt sehr viele Dinge drauflegen. Meistens ist irgendeine Art von Fleisch darauf. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ein Steak zu machen, beziehungsweise habe ich hier zwei. Und das habe ich jetzt auch schon etwas vorbereitet. Also zwei Sachen habe ich jetzt für dieses Rezept vorbereitet. Und das eine ist eben das Fleisch. Das habe ich sous vide gegart, wie passend, mit dem französischen Background. Sprich, ich habe jetzt die Low-Tech-Variante genommen. Da habe ich ja teilweise schon im Trick 17 Podcast drüber erzählt und auch im Trick 17 Küchebuch einige Tricks verraten. Und zwar habe ich das Fleisch in so einen Ziploc-Beutel getan, wo es entsprechend, ja, und dann mit einem Strohhalm die Luft rausgesogen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, wenn da schon Fleischsaft ausgetreten ist, dass ihr den nicht durch den Strohhalm einzieht. Aber der muss ja im Grunde nur oben am Rand des Beutels da hereinragen. Und dann hat man sowas Ähnliches wie ein Vakuum. Also es ist nicht so ganz luftleer, aber es geht ja darum, dass das Fleisch eben nachher Kontakt mit dem Wasser hat. Und das Wasserbad habe ich dann mit einer Kühlbox und einem heißen Wasser gemacht. Mit einem Thermometer habe ich das dann gemessen, das entsprechend auf 65 Grad war. Und dann muss es je nach Dicke des Fleisches zwischen einer und zwei Stunden da drin liegen. Es kühlt natürlich ein bisschen ab, aber die Kühlbox sorgt dafür, dass die Temperatur relativ lang gehalten ist. Und dann braten wir es gleich noch an. Parallel habe ich jetzt noch Gurken in so längliche Scheiben geschnitten und hier eine grüne Chilischote. Ihr könnt auch rote nehmen oder wenn ihr es nicht so scharf mögt, lasst ihr sie einfach weg. Habe ich hier schon in dünne Scheibchen geschnitten. So, dann habe ich hier noch eine Frühlingszwiebel. Da mache ich auch schöne kleine Ringe draus. Ganz frische, leckere Frühlingszwiebel. Und dann habe ich hier noch einen Salat gemacht. Das ist die zweite Sache, die ich vorbereitet habe, da sie so ein bisschen marinieren muss. Und zwar habe ich einmal Karotten und einmal weißen Rettich mit einer Küchenreibe, mit so einem Julienne-Aufsatz in Streifen gehobelt. Dann habe ich die so ein bisschen gesalzen. So ein ähnliches Verfahren hatten wir schon mal bei den chinesischen Maultaschen. Das Salz, also man nimmt dann etwas mehr, als man zum Würzen nehmen würde, zieht dann natürlich ein bisschen Wasser raus aus dem Gemüse. Das Ganze wird knackiger und fester und eben intensiver im Geschmack. Und dann wäscht man so ein bisschen von dem Salz wieder ab. Ich habe es, glaube ich, in dem Fall nicht gemacht, weil es gar nicht so viel Salz war. Das reichte schon, um so ein bisschen, um das Wasser rauszuziehen. Und dann habe ich das Ganze nochmal mariniert mit Reisessig
Und etwas Sesamöl, also das dunkle Sesamöl aus geröstetem Sesam. Und etwas Fischsoße. Da hat dann natürlich der Hinweis, wer das nicht so mag, der Geruch ist ja eben nicht so ganz sympathisch. Und oder wer das jetzt nicht extra für dieses Rezept besorgen will, es geht auch ohne. Man könnte zum Beispiel auch einfach ein bisschen Sojasauce nehmen. Die Fischsoße und die Sojasauce sind im Grunde gleichwertig einzusetzen, wobei die Fischsoße eben noch ein intensiveres Aroma hat. Und vom Geschmack her ist es auch sehr gut. Man muss sich nur halt mal trauen, das dann zu probieren. So, jetzt habe ich die Frühlingszwiebel, der Salat steht hier schon fertig, Gurke, bisschen Koriander habe ich noch auf dem Balkon gepflückt. Das ist, sind jetzt eher Microgreens, da sind jetzt noch keine richtig großen Blätter, aber Koriander ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Rezepts. Vielleicht noch ein paar Varianten. Jetzt muss ich, glaube ich, hier nur noch das Steak braten. Kann ich hier schon mal den Herd anmachen. Natürlich auch französisch inspiriert kommt auf diese Sandwiches ganz oft Leberpastete oder Pâté drauf. Dann wohl oft auch so eine etwas gröbere Variante. Das gibt es ja so als sehr feine, cremige Pastete oder eben als so etwas Gröberes, so wie halt so ein Mett eigentlich. Wie heißt es jetzt, Eisbein oder so aus der Dose. Und das passt dann besser zu diesem Sandwich-Charakter als vielleicht so eine ganz feine. Wobei da wirklich alles erlaubt ist. Schweinefleisch wird auch sehr häufig dann in den Banh Mi verwendet, da dann oft fettes Schweinefleisch. Der Asiate, so scheint es mir, ist großer Fan von fettem Schweinefleisch, also sprich Bauch sehr häufig. Das wird dann nochmal speziell gewürzt und kann dann warm oder kalt auf das Sandwich mit draufgegeben werden. So, ich erhitze hier jetzt nur etwas Erdnussöl. Das Fleisch, das Steak, da habe ich nur etwas Sojasauce dran gegeben. Und man kann da natürlich auch noch mit Gewürzen herumspielen, aber das sind hier ganz gute Hüftsteaks. Da wollte ich jetzt halt auch nicht so viel dran herumdoktern. Diese schmecken ja so auch schon ganz gut. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Limette. Damit werde ich jetzt hier auch noch ein bisschen die Gurke und die Frühlingszwiebeln, das tue ich jetzt mal alles zusammen, und die Chilis ein bisschen beträufeln. So. Langsam wird das Fett heiß. So, und dann kann ich hier eigentlich schon alles für die endgültige Fertigung vorbereiten. Ich habe jetzt noch etwas frischen Knoblauch dazu gegeben zu dem Öl. So, jetzt aber nicht verzetteln. Jetzt schneiden wir uns erstmal ein schönes großes Stück aus dem Baguette raus. So, dann gebe ich hier schon mal das Fleisch in die Pfanne. Das muss ja wirklich nur noch einmal, das ist ja gar im Grunde. Das ist ja dieses Sous-Vide-Verfahren, aber damit wir eine schöne Kruste haben und das den entsprechenden Geschmack, wird das halt nochmal sehr heiß angebraten. Ich denke, das hört man jetzt auch gerade. So. Da hat sich auch noch ein Saft gebildet. Den schmeißen wir natürlich nicht weg. Den köcheln wir nachher ein bisschen ein und verwenden den auch als Soße. Und das Baguette werde ich jetzt in meinem Fall mal ein bisschen auftoasten, weil das von gestern ist. Weiß nicht, wie viel ihr jetzt noch hört von dem, was ich sage. Das Steak ist soweit fertig. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen ziehen. Nehme es jetzt also aus der Pfanne raus. Hoppla. Den Knoblauch, der ist so ein bisschen angeröstet, den gebe ich oben drauf. Den können wir nachher auch auf das Sandwich mit drauflegen. Das sollte eigentlich ganz cool sein. So, und jetzt gieße ich das Bratfett so ein bisschen weg. Und dann, wie eben angekündigt, reduziere ich hier nochmal den Fleischsaft ein. Gut, da
Dann können wir es jetzt eigentlich auch fertigstellen. Wichtig ist unten unterste Schicht Mayonnaise. Ist Pflicht. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sehr schwere Mayonnaise-Allergie habt, dann natürlich nicht. Aber so vom Rezept her wird das immer genannt, weil Frankreich, Mayonnaise. So, dann tun wir hier unsere hübschen Gurkenscheiben drauf. Ich versuche das jetzt mal so anzurichten, dass es nachher auch so ein bisschen rauslächelt aus dem Sandwich, wenn wir es auch zumachen. So, dann tun wir mal hier unseren schönen Rettich- und Möhrchensalat drauf. Da sind auch ein paar Korianderblätter drin. Leider haben wir jetzt nicht allzu viele Korianderblätter. Die waren mir vertrocknet. Da war das Timing nicht so ganz perfekt. Aber was soll's, ne? So, nehme ich hier noch ein paar von meinem Balkongarten rein. Die Microgreens. Die werdet ihr wahrscheinlich auf dem Foto nachher nicht sehen. Kann sie ja mal versuchen, sie so zu drapieren, dass sie dann auch so ein bisschen rausgucken. Und nicht ganz so kümmerlich aussehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Steaks sich entsprechend schon, das Fleisch schon ausreichend geruht hat, dass es jetzt nicht gleich der ganze Saft rausläuft. So, dann müssen wir jetzt hier ein Schnittbrett ranholen. So, so müsste es gehen. So, hier Söschen legen wir mal beiseite. Das tue ich jetzt hier nicht drauf, da mache ich nachher vielleicht noch was anderes mit. So. Jetzt schneiden wir hier einfach dünne Streifen ab. Und es ist perfekt medium. Also nicht mehr blutig, aber schon noch rosig in der Mitte. Das müsste eigentlich funktionieren auf dem Sandwich. So, das müsste erstmal reichen. Und obendrauf kommen dann noch die... Na, jetzt liegt das Fleisch natürlich so drauf, dass man alles darunter nicht mehr sehen kann. Naja, ich werde es nachher mal versuchen, so zu fotografieren, dass man von allem ein bisschen was sieht. Jetzt kommen natürlich noch die grünen Chilischeiben drauf. Da könnt ihr auch eingelegte nehmen. Bei den frischen weiß man ja nie so genau, was man da bekommt. Die eingelegten sind da doch etwas genormter. So, und dann war's das. Mache ich euch jetzt noch ein schönes Fotochen. Und dann würde ich sagen, alles Gute. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.